Ihr werdet jetzt von Gott gerichtet. Wie viel werdet ihr am Ende verstehen? Obgleich nicht hoch vom Rang, könnt ihr doch sagen, dass ihr Gottes Erhöhung genossen habt. Niedrig war euer Stand von Geburt, und den Rang, der euch gegeben ist, verdankt ihr nun der Erhöhung Gottes, die er euch zuteil werden ließ. Heute stehen für euch Gottes Schulung und sein Urteil, seine Züchtigung, sein Brennen, seine Reinigung bereit. Zuvor machten Gottes Worte vollkommen. Niemand erhielt sein Brennen, seine Reinigung. Gottes Worte reinigen euch und zeigen euer Aufbegehren. Wahrlich, dies ist seine Erhöhung. Ob Davids, ob Moabs Kinder, es sind geschaffene Wesen, sie haben keinen Grund zu prahlen. Erfüllt als Geschöpfe Gottes eure Pflicht vor ihm. Mehr wird von euch nicht verlangt. Heute stehen für Gottes Schulung und sein Urteil, seine Züchtigung, sein Brennen, seine Reinigung bereit. All das ist ein Zeichen seiner großen Liebe. Seine Erhöhung ist es gar noch mehr. Oh, seine Züchtigung, sein Brennen, seine Reinigung bereit.